Hallo Leute, hier ist wieder die Christiane von Hund und Katz und Selbstversorger. Ich bin noch immer erkältet, also bitte entschuldigt bitte meine etwas verschnupfte Stimme. Nichtsdestotrotz haben wir heute unsere Obstpresse von Wildtec Edelstahl mit Weintrauben getestet. Die Ernte war für die kleine Weintraube, die ich habe, eigentlich wundervoll. Die Pflanze habe ich vor 2 Jahren gepflanzt oder vor 3 und heute habe ich 4,5 Kilo Weintrauben geerntet in Bayerisch-Sibirien. Zuerst haben wir die Trauben natürlich abgespritzt, damit der ganze Staub oder was auch immer dran ist, weg ist. Oder Spinnen und sonstiges Getier. Die Weinbeeren haben wir dann von den Stielen abgemacht und dann haben wir sie in einer großen Schüssel mit dem Kartoffelstampfer zerquetscht. Natürlich nicht alle auf einmal, das wären zu viel auf einmal gewesen. Die zerquetschten Trauben haben wir dann in diesen Topf rein, von der Presse, mit einem Mulltuch außenrum. Das Mulltuch wird jetzt oben drüber zugeschlagen, damit da auch nichts oben rausquetscht beim Pressen. Hier könnt ihr gut sehen, dass wir hier auf der Bank ein Brett befestigt haben und in das Brett kann man die Maschine reinschieben, damit die sich beim Pressen nicht mitdreht. Wer das letzte Video angeschaut hat mit dieser Presse hier, der hat es ja gehört, dass das ein Nachteil ist, wenn man die nicht befestigt, dass die sich mitdreht, wenn man sie presst. Ist ja logisch. Mit dem Brett funktioniert es also wundervoll. Da kann man richtig fest pressen und mein Mann ist ein wenig stärker wie ich, der kommt auch mit den kurzen Spindelarmen gut zurecht. Man konnte die Weinbeeren also wirklich gut auspressen. Hat hervorragend funktioniert. Und die fehlende Schlauchklemme ist auch kein Problem mehr. Jetzt werden die Reste von den Weintrauben aus der Presse rausgeholt. Und dann könnt ihr sehen, dass die wirklich gut ausgepresst worden sind. Mal schauen, ob unsere Hühner die Reste noch mögen. Und hier der Traubensaft. Die Flaschen, in die ich den abfülle, werden bei 100 Grad 10 Minuten im Backofen sterilisiert. Der Traubensaft wird jetzt auf 75 Grad erhitzt, damit sämtliche Keime abgetötet sind. Dauert noch ein bisschen,
aber ist gleich soweit. Fast erreicht, jetzt kann man die Herdplatte ausschalten. Und jetzt geht's auch schon ans Abfüllen. Fast 2,5 Liter Traubensaft haben wir aus den Trauben bekommen. Bin ich sehr zufrieden, hätte ich nie gedacht, dass ich so viel krieg. Mit den paar minimalen Modifikationen war das also perfekt mit dieser Wildtec Edelstahl Obstpresse, 6 Liter Fassungsvermögen. Jedenfalls für so eine kleine Menge Trauben. Wenn man da mehr hätte, bräuchte man wahrscheinlich ein anderes Gerät. Also kann ich diese Obstpresse ruhigen Gewissens empfehlen. Servus, bis zum nächsten Mal.